Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu den Chroniken von mir. Ja, ich komme gerade aus Hundsgrab, denn die gute Hanni hatte geschrieben, ich soll doch mal bitte gucken, ob ich... Ach du meine Güte, ist die voll. Ob ich denn nicht in Netertempel in Hundsgrab in der obersten Truhe diesen Untergrund finde. Und dann bin ich nochmal schnell in den Hundsgraber Tempel rein. Und nein, ich habe dort leider keinen Untergrund dafür gefunden. Alles, was ich gefunden habe, waren diese Wirrwarzenblöcke. Ja, von daher müssen wir jetzt einmal ein bisschen experimentieren, sag ich mal. Und zwar brauchen wir Knochenmehl dafür. Und dann gucken wir, ob wir uns das einfach selbst herstellen können durch, geschickte Anpflanzung, möchte ich es nennen. Weil wenn das funktioniert, dann haben ja unsere Probleme erstmal ein Ende. So, da gehen wir mal einmal kurzerhand nach hinten und holen uns Knochenmehl. Und dann schauen wir mal. Denn dann sehen wir schon. So, Knochenmehl. Da nehme ich mal ein bisschen mehr mit. So. So, und wenn ich jetzt sage... Weil hier so bekomme ich ja definitiv nur die roten Setzlinge, wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe. Und keinen einzigen von diesen grünen. Genau. So. Entschuldigung. So. Wenn ich jetzt sage, ich pflanze hier diesen grünen Kumpel an und gehe da mit Knochenmehl drauf. Passiert da in erster Linie gar nichts. Okay. Gut, ich lasse ihn mal so stehen. Vielleicht wächst er ja ein Baum. Wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, ich schmeiß mal hier eben die Jungs rein. Steigt aber auch gut mit denen, sag ich mal. Habe ich denn jetzt von Froschknödel habe ich hier im Hals, ey. Ja, Netherblöcke. Da braucht man mal welche für das Experiment. So, da haben wir keine, da haben wir keine, da haben wir keine, da haben wir auch keine. Oh. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann einmal wieder in den Nether. Wie schaut es mit Lava aus? Schaut gut aus. Da müssen wir wohl irgendwann einmal in den Nether und gucken, dass wir neue nachbekommen. So, funktioniert das, wenn ich den hier da drauf setze? Nein, der muss hier stehen. Okay. Wenn ich den jetzt hier herstelle und sage, nee, dann wird das auch nichts. Da kann ich wirklich nur diese Blöcke von machen. Okay, aber warte mal, diese Konstellation haben wir ja schon hinten. Das bedeutet... Das kommt erstmal weg. Dann brauche ich neue Steine. So, dann machen wir auch so ein Dreierfältchen. So, wie sieht denn das aus mit Seelensand? Vielleicht funktioniert ja das. Oh, das funktioniert. Das ist gut. Dann müssen wir jetzt auch mit Seelensand ein wenig experimentieren. So und so. Das bedeutet... Wir machen das mal so. Oh, ich bin ja ein Held. So. Dann einmal die hier draußen drumherum. So, und wenn ich jetzt Knochenmehl benutze, bringt das rein gar nichts. Wenn ich jetzt ihn hier drauf stelle und dann Knochenmehl benutze, bringt das auch rein gar nichts. Wenn ich jetzt hier einen drauf stelle und dann Knochenmehl benutze, bringt das rein gar nichts. Okay. Ja, da guckst du, ich bin hier am Experimentieren. Von euch kann mir ja leider keiner helfen, ne? So, was sagt die Zeit? Ich muss auch langsam mal pennen. Was war denn das? Prismarin. Nee, da wächst er, glaube ich, auch nicht drauf. Wächst der eigentlich? Ich habe keine Setzlinge mehr. Hä? Achso, 1, 2, 3, okay. Ob der auf Gras wächst, das wäre auch mal interessant. Das können wir auch mal testen.
So ist das halt, wenn noch keine Gelehrten da sind. Da oben ist Herbst. Dann weiß man sowas nicht. Hallo? Ist doch schon soweit. Gute Nacht. Geht doch. So. Du kommst mal eben mit. Kann ich dich hier anpflanzen? Jawohl. Aber da passiert nichts. Oh. Tja, ich würde sagen, das hier kommt jetzt erstmal weg. Ah, warte mal. Vielleicht funktioniert das auf sowas hier. Nee, funktioniert auch nicht. Okay. Dann haben wir jetzt diese beiden Variationen. Mal gucken, ob da irgendetwas von fruchtet. So, das hier rein. Hä? Ah ne, hab mich getäuscht. Ja, wo packt man das alles rein? Halt. Ah, warte, mit den Seensand kann ich noch ein bisschen experimentieren, ob das funktioniert. Da kommst du mal her. Okay, da gehen sie schon gar nicht drauf. Gut. Dann pflanze ich den wieder hier ein. Mal gucken, wer als erstes wächst. So, wo packen wir das hin? Also das Holz ist klar, das packen wir nicht hier rein. Habe ich nicht irgendwo eine Kiste mit dem ganzen Gerödel? Nee. Die kommen sowieso woanders hin. Dann packe ich die jetzt einfach mal kackendreist hier rein. So. Sand haben wir hier so. So. So, wachse und gedeihe. Weil auf einem Wirrwarzenblock, das hatte ich direkt im Tempel versucht, dort wächst es leider Gottes nicht. Naja, ist halt so, ne? Kann man auch nichts machen. So, der ist fertig, der ist fertig. Ja, okay, kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal ganz kurz hier in die Holzabteilung geschlichen und das noch verbracht. Ach ja, die Dorfbewohner, die kommen hier nicht mehr drauf. Ich habe hier überall diese Klappen mit angebracht. Das heißt, die sollten in der Regel dort nicht hochhüpfen können. Ach, das war ein Delfin. Und da ich noch keinen Dorfbewohner hier rausziehen musste, scheint es ganz gut zu klappen, sag ich mal, ne? So. Wir brauchen die diversen Sachen. Ach, ich habe ja hier welche, gucke. Na, Cookie Dent. Na gut, pass auf. Ich mache mal die Hälfte. So, weil dann kann man hier einmal das hier machen. Dann kann man mal das hier machen. Einmal das hier. Das. Türen. Was war es noch? Wir prüfen. Ach ja, Zäune. Zäune. Genauso wie Zauntore. Ups. So, das müsste ja eigentlich reichen, ne? Blöcke, Halbstufen, Treppen. Zäune, Zauntor. Ah, warte. Dann das hier. Dann kommen die Druckplatten. Dann kommt das da. Schilder, die brauchen wir auch noch. Schilder und dann war's. Nee. So war's. So, Druckplatte, Schilder, so. Und hier kommen dann die mit rein. Gut. So, dann hätten wir das schon mal. Ausgezeichnet. Und ich mache mal lieber weiter. So, was haben wir noch auf der Agenda stehen? Ach genau, Sekunde. Ich gehe mal eben hoch in das kleine Gemeindehäuschen. Huch. Gegen den Zaun wollte ich eigentlich nicht auf. So. Und zwar, Kai, du hast doch. Hier hast du doch dein Büro schon drin. Werden hier die Tür offen gelassen. Tür zu. Dein Büro ist doch hier schon mit drinne. Oder was meintest du mit deinem Büro? Das. Da wusste ich jetzt nicht, was hier, was du damit meinst.
Da ist Klärungsbedarf. Warte mal, hier kann man, hier möchte man, hier sollte man, hier. Nee, ich lass das mal. So, Neuigkeiten gibt es keine. Gut, dann widmen wir uns einmal dem täglichen Dienstgeschäft, möchte ich es auch mal nennen. Und zwar, zum einen müssen wir hier noch mehr Beleuchtung reinbringen und da habe ich mir etwas überlegt, Freunde. Und zwar, wir haben hier unten noch diese tollen Lampen. Muss ich nur gucken. Hier, diese sogenannten Seelaternen. So, ich muss erstmal was essen hier. Erstmal Mittagspause. Was haltet ihr davon, wenn wir hier mittig davor so eine Seelaterne immer mit reinsetzen? Das sollte den Beleuchtungsfaktor eigentlich so weit nach oben treiben, dass hier unten nichts mehr spawnen sollte. Theoretisch. Wir können auch noch sagen, okay, wir bauen hier in die Mitte noch was mit rein. Dann hätten wir hier so einen Abstand und das sollte genügen. Mehr als genügen, meines Erachtens. Dann würde dann quasi hier so die erste Lampe sein. Und dann hätte man für den Fahrweg quasi so eine Art Seitenbegrenzung, wisst ihr? So. So. Und so schlecht schauen die ja für den Boden gar nicht aus, finde ich, ne? Oh, habe ich einen vergessen? So, und dann kann man vielleicht mal gucken, dass wir jetzt eventuell unter gewissen Umständen vielleicht mit Ausnahmen und so da den Weg weiterziehen vielleicht. Weiß nicht, dass wir hier schon mal mit der Brücke beginnen oder so. Da müssten wir aber drüben erstmal so ein bisschen viel terraformen, ne? So, wir gehen eins runter. Ne, Käse. Wir sind jetzt auf ebene Höhe, wo wir lang müssten. Dann gehen wir 2, 3, 4, 5 runter. 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Das heißt, das hier müsste alles halbwegs weg. Außer wir machen das auf dieser Ebene, dass wir ankommen. Das können wir auch. Da müssen wir hier nur ein bisschen was abtragen. Und das, was wir abtragen, können wir da reinstopfen. Das wäre die zweite Alternative, die man da machen könnte. Ja. So, des Weiteren. Ich hatte ja mal vor x Folgen, also x nicht, zwei, drei Folgen waren es, mal angesprochen, ob wir denn vielleicht hier das ein oder andere Thema ein bisschen, naja, diskutieren ist falsch gesagt, ne? Ich halte einen Monolog drüber und dann kann man sich in den Kommentaren vielleicht ein bisschen austauschen. Kam mir jetzt mal so nichts zu Ohren bis zum jetzigen Zeitpunkt. Von daher, entweder denke ich mir jetzt so ein paar Sachen aus den Fingern aus oder ich mache so wie immer. Wobei das auch nicht die schlechteste Variante ist, muss man sagen, ne? So. Das ist doch so ein halbwegs schickes Bild. Könnte man vielleicht sagen, alles klar. Hier machen wir das genauso. Auf dieser Seite. Jetzt erstmal nur in den Mittelpfosten. Weil seitlich haben wir ja diese Beleuchtung noch. Sollte ja theoretisch reichen. Aber wie gesagt, das ist alles nur so theoretisch. In der Praxis sehen wir es dann. Aber damit es symmetrisch aussieht, sollten wir es echt auf der anderen Seite mitmachen. Geht das denn? Jo. Das geht wohl. Was wir auch machen können, Freunde. Diese dicken gegen die... Nee, komm. Wir lassen das. Wenn ich jetzt anfange, hier alle Ketten auszutauschen, das ist da... Kommen wir auf keinen grünen Zweig, möchte ich es nennen. So, dann sollten jetzt auch die Laternen auch noch reichen bis zum Schluss. Ja, ich hoffe, das reicht. An Beleuchtung meine ich jetzt natürlich, ne? So, ich schlage jetzt erstmal hier das ganze Zeug raus. Habe ich ein Bett mit? Jawohl. Zack, zack. Dass ich dann schlafen kann. Na, dauert noch ein bisschen. Oh, ich glaube, ich habe die... Ja, ich habe die gute behutsame Spitzhacke. Die muss ich dann aber tauschen. Ah, ich dachte, wäre ich noch nicht fertig. Die muss ich dann austauschen gegen unsere andere. Mit Behutsamkeit haben wir nur eine. Da wäre schade, wenn die kaputt geht.
eigentlich schon hin? Hat doch was, Freunde, oder? Was sagt ihr so? Ich finde das okay. So. Da haben wir sogar noch ein paar über. Das freut mich auch. Und dann, was war das denn? Achso, die Trauerranken. Na gut. So, ich mache mein Lied weiter hier. Hey, das ist mein Bett. Raus da. Ja, da werde ich nächtigen. Ach, warm liegen. Ja, das kannst du wohl. Achso, gute Nacht. Ja, jetzt liege ich hier. Ja, guten Morgen. So, dam 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 dam. Dülülü. So, lass mich kurz einmal sinnieren und nachdenken. Ach, eine Katze. Dachte schon, wer bewegt sich da drin? Oh, guten Tag, ich muss hier mal durch. Okay, da war auch noch jede Menge Kuss drin. Wir müssen echt gucken, dass wir irgendwann hier ein besseres Lager bekommen oder mehrere verarbeitende, produktive Gebäude. So, gab es hier Licht? Hier gibt es Licht. So, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht fertig. Nee, die Einrichtung sieht dürftig aus. Hier ebenso. Oh, und hier gibt es ja noch nicht mal Türen. Ja gut, dann basteln wir hier noch ein bisschen weiter. Das stört ja auch keinen großen Geist. Die Teppiche hier habe ich absichtlich weggelassen, weil es hieß, wenn die Dorfbewohner hier rauskommen, trotz dass hier wohl eine Treppe ist, kommen die nicht über diese Teppichkante. Deshalb habe ich da den Teppich mal weggemacht. So, also, was haben wir denn hier so? Haben wir denn, bisschen dürftig. Grüß Gott, ich muss da mal hin. Da ist auch recht dürftig. Habe ich jetzt schon alles Holz weggeräumt oder habe ich zufällig da noch Holz irgendwo in der Truhe? Ich glaube, in der Krimskramstruhe müsste ich noch was haben. Wie viele eiserne Kerle laufen denn hier mittlerweile schon rum? Junge, Junge, Junge. Da passt der Eimer nicht auf und bist in Hundsgrab unterwegs und im Berg landen und dann sowas. Glaubst du nicht. So, Krimskramstruhe. Okay, wir haben Truhen, die können wir schon mal mitnehmen. Das können wir vielleicht mal mitnehmen. Öfen könnte man auch mitnehmen. Teppich kann man mal mitnehmen. Ja, wumm, wumm, wumm. Vielleicht ein paar Laternen, ein paar Ketten. Noch ein bisschen mehr Teppich. Werkbank eher nicht so. Ja, dann müssen wir halt stoppen. Dann haben wir ja Akazienstämme. Vielleicht machen wir da oben auch einfach mal sowas wie Akazien. Nee, machen wir nicht. So, Türen, wo man durchgucken kann, sind für ein Privatgemach nicht sonderlich hilfreich. Das bringt nicht viel. Aber dafür haben wir ja hier... Wie sehen die Karmesintüren denn aus? Nobel. Pass auf, da nehmen wir uns zwei mit. Da nehmen wir uns zwei mit. Was brauchen wir denn sonst noch so? Schilder weiß ich jetzt nicht. Vielleicht machen wir uns aus Akazie nochmal ein paar von denen hier. Und dann gehen wir erstmal basteln. So, dadurch, dass ja hier der Durchgang frei ist, können wir uns hier ein bisschen durch die Gässchen schummeln und kommen dann direkt hier raus. So, ach, Bücherregale wollte der Herr eigentlich noch mitnehmen. Und Eiche braucht der Herr noch. Okay, pass mal auf. Hier außen machen wir jetzt erstmal schön diese Fensterläden hin. Damit, wenn jemand anders hier ist, man einfach zumachen kann und dann zack, ist das so. So. Oh, das ist, glaube ich, eine coole Idee. Pass mal auf. Wir müssen jetzt mal kurz zum Weberknecht. Da müssen wir uns was organisieren. Guten Tag.
Weberei Rupprecht Knecht, der Weberknecht. Wir brauchen das hier. Wie mache ich das? Das glaube ich, habe ich so gemacht, oder? 1, 2. So, pass mal auf. Ich dachte schon, du wolltest an der Rezeption arbeiten. So, mal gucken, ob das funktioniert. Zack, zack. Nee. Ups. Dann noch eher so und so. Ja, das hat eher was. Weil hier den schönen Ausblick, den möchte man natürlich auch genießen, ne? Jo. So, dann. Das hier ist ja so ein bisschen die Nobelbutze, ne? Ah, funktioniert das jetzt? Warte. Das funktioniert nicht, aber das funktioniert so. So, das ist vielleicht auch ein bisschen falsch. So. Dann gibt es hier natürlich... Kriegen wir hier... Upsi. Ah, ne, einen Schrank kriegen wir nicht rein, aber eine Kommode kriegen wir hier rein. Anderes Holz habe ich jetzt nicht da. Okay, pass auf. Upsa. Hier Teppich drauflegen. Sehr schön. Dann sollte man das vielleicht nach unten aufklappen, ne? Macht Sinn. So. Sehr schlau auch. So, dann hat man hier Zugriff auf eine Kommode. Das finde ich ganz cool. Das kann man so lassen. Hier hätte ich jetzt gerne noch Bücherregale. Da muss erstmal ein anderes Lied her. So, Bücherregale, nein. Bücherregale, nein. Da müssen wir mal ins kleine Lager. Ich hoffe, ich habe da noch welche. Wenn nicht, dann organisieren wir uns welche. Oh, Freunde, wir sind schon wieder Hardgas über der Zeit. ja, dann sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal wieder, wenn ich hoffentlich ein paar Bücherregale gefunden habe. Ne? ja, bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut und Tschüssikowski.